von Neurath hat denn auch in der Folgezeit immer wieder seinen mäßigenden und beruhigenden Einfluss gegenüber der Partei zur Geltung zu bringen gesucht. Mir ist aber bekannt, dass als sich Enttäuschungen und Meinungsverschiedenheiten häuften, Herr von Neurath mehrfach versucht hat, sich von Hitler zu trennen. Mir sind in dieser Beziehung